Schon Sorgen. Na nu, was ist denn? Könnt ihr Hexen? Habt ihr euch heute selber ausgezogen? Mr. Thompson! Ja, Freddy, waren Sie das? Ich habe mir es überlegt, ich bleibe. Wirklich, Freddy? Aber nicht für immer, Mr. Thompson. Bleiben Sie so kurz oder so lange, wie Sie wollen. Ich bin froh über jeden Tag, den Sie mir helfen. Bisher war Karl unser Elektriker, so nett. Was ist denn mit dem? Der steht so alleine, den kenne ich noch gar nicht. Gehört der nicht zur Herde? Das ist Maharaja, mein Sorgenkind. Er ist leider ein bisschen bösartig. Gehen Sie nicht zu nah an ihn heran, er ist unberechenbar. Ran! So, ist schön. Und nun, meine Damen und Herren, Höhepunkt von meiner Darbietung, Herr Stallmeister, meine Pferd! Freddy, wie war ich heute? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber ehrlich gesagt, sonst bist du besser, Peppino. So. Stimmt was nicht mit dir? Nö. Du bist doch nicht krank. Was, ich? Im Gegenteil. Grüß Gott, Kinder. Ich bin so gesund wie Fische im Wasser. Peppino. Freddy, dass uns niemand sieht. Es ist nämlich das Herz, Freddy. Der Doktor hat zu mir gesagt, ich muss unbedingt und sofort 4 Wochen ausspannen. Aber dann... Ja, das geht natürlich nicht. Und wer soll sich um meine Kinder kümmern? Wenn ich jetzt schlapp mache, dann wird der Direktor bestimmt meinen Vertrag nicht verlängern. Und das... Hallo, ja, grüß Gott. Und ich kann es ihm ja nun nicht einmal übel nehmen. Denn man muss damit rechnen, dass es immer wieder passieren kann. Nun sprich mal nicht so viel, Peppino. Komm in deinen Wagen. Ciao, Peppino. Wir waschen Frankie heute allein, Papa, damit du nicht so viel Arbeit mit uns hast. Ja, ja, nicht mit euch, aber mit dem Wagen. Oh, ihr schwimmt ja alles. Hättest du nicht ein bisschen mehr aufpassen können? Nun, was ist denn mit dir los, ne? Nichts. Nichts? Ich kenn doch meinen Jackie, ne? Du hast doch was. Ne? Nur so schlimm wird's ja nicht sein, komm. Doch, Papa, hat dir das kaum. Dein Pony. Also, dann trockne ich noch ein bisschen ab. Na, Jackie, willst du mir deinen Pony nicht zeigen? Gerne, Onkel Freddy. Na, komm. Dürfen wir mitkommen? Ja, los, 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 komm. Lass mal euren Papa ein bisschen alleine. Nein, 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 du bleibst hier. Marsch ins Bett. Was hat es, Onkel Freddy? Ob es wohl stirbt? Nein. Es schläft sich gesund. Bis morgen. Gib mal her.